CSU-Fraktion. Hallo. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, es ist richtig, wir erleben eine Außenpolitik in Zeiten der Ungewissheit, in Zeiten der Unklarheit. Und dafür, und das zeigt diese Debatte, brauchen wir einen klaren Kompass. Und es ist äußerst unredlich, Herr Kollege Liebig, wenn Sie hier sehr stark Ihre eigenen Absichten kaschieren. Wir haben sehr wohl Ihren Aufsatz zur Kenntnis genommen, dass Sie sagen, die deutsche Außenpolitik kaschiere und konzentriere sich ausschließlich auf Militäreinsätze. Sie kaschieren eine ganz andere Absicht. Ihre Fraktionsvorsitzende hat vergangenen Sonntag im Bericht aus Berlin sehr, sehr deutlich gemacht, worum es ihr eigentlich geht. Ihr geht es, wie sie sehr klar gesagt hat, um einen Interessenausgleich mit Russland. Uns, meine sehr geehrten Damen und Herren, geht es um die Rückkehr des Rechts, um die Regelung der internationalen Ordnung. Wir wollen keine Deals, schon gar nicht mit Russland. Wir wollen die Rückkehr des Rechts. Dafür steht deutsche Außenpolitik. Und wenn heute schon Johannes zitiert wurde durch Alois Karl und andere, so gehört auch dazu, mit Blick auf die Linke, Johannes 3,21, wer die Wahrheit tut, kommt an das Licht, auf das seine Werke offenbar werden. Und zum Licht gehört eben auch, dass unsere Außenpolitik konsequent Rechtsbrüche aufzeigt, dass unsere Außenpolitik sich sehr stark dafür einsetzt, dass der Völkerrechtsbruch auf der Krim nicht ungeschehen bleibt. Und dass wir uns sehr stark dafür einsetzen, dass die Rückkehr des Rechts auch zu einer Stärkung der internationalen Organisationen führt. Ich möchte hier an der Stelle der Bundesregierung, insbesondere Ihnen, Herr Außenminister, danken für die OSZE-Präsidentschaft und für die Vorbereitung der G20-Präsidentschaft, wo wir uns genau dafür einsetzen. Und es kommt noch etwas dazu. Wenn wir einfach mal in das Jahr 2013 zurückschauen, da haben wir uns auch um Sicherheit gekümmert. Wir haben uns um soziale Sicherheit gekümmert. Wir haben in der Zeit zwar wahrgenommen, was sich im Schengen-Raum abspielt, aber wir haben uns nach 25 Jahren deutscher Einheit sehr stark darum gekümmert, dass wir ein Land umgeben von Freunden und Partnern sind und haben Nabelschau gemacht. Das hat sich seit 2014 intensiv geändert. Wir haben den Review-Prozess im Auswärtigen Amt mit den Schwerpunkten Krisenfrühwarnung, Krisenstabilisierung und dann vernetzt mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit die Ausrichtung auf die strategischen Entwicklungsziele, wo sehr klar Nachhaltigkeit, Öffnung von Märkten, Hilfe zur Selbsthilfe, Partnerschaften angesprochen werden. Und drittens, Frieden muss gesichert werden und wirtschaftliche Entwicklung braucht auch eine militärische Absicherung, haben wir mit dem Weißbuch übergreifend ein Dokument der Bundesregierung, das sehr klar deutsche sicherheitspolitische Interessen formuliert und klar macht, dass wir um das begrenzte Maß unserer eigenen Möglichkeiten wissen und das Beste daraus entwickeln, nämlich unseren Partnern im Umfeld der Europäischen Union deutlich zu machen, dass wir Hilfe zur Selbsthilfe leisten, dass wir gemeinsam Interessen wahrnehmen wollen und dass wir sie ermutigen wollen, Verantwortung selbst wahrzunehmen, wie wir das auf dem Afrika-Gipfel in La Valletta im letzten Jahr klargemacht haben, aber eben auch auf dem letzten Europäischen Rat in Bratislava und auch nächste Woche wieder in Brüssel deutlich gemacht werden wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung hat in diesen drei Bereichen der Außen-, der Entwicklungs- und der Sicherheitspolitik sehr klar in einem ganzheitlichen Ansatz auch unsere Bevölkerung vor Augen geführt, dass wir nicht es auf Deals oder auf Achsen starker Männer ankommen lassen können. Und ich will an dieser Stelle zwei Punkte ganz ausdrücklich erwähnen. Wir haben ganz hohe Erwartungen an die künftige amerikanische Administration. Und beim 11. September stand Europa an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika, wie zuvor Jahrzehnte die USA an der Seite Europas standen. Es darf keine Zonen unterschiedlicher Sicherheit im Nordatlantik auf europäischem Boden und auf nordamerikanischem Boden geben. Wir müssen den USA deutlich machen, was sie davon haben in einer engen Kooperation, in einer Sicherheits-, Wirtschafts- und auch Kulturpartnerschaft mit Europa. Und wir haben Erwartungen, die Bundeskanzlerin hat sie an Trump formuliert. Und genauso klar müssen wir uns als Parlament positionieren. Wir haben das mit der Armenien-Resolution gemacht, was den Umgang der Türkei mit der innenpolitischen Situation dort angeht.
Die Türkei steht auf der Kippe, aber sie ist geopolitisch von größter Wichtigkeit an der Südostflanke der NATO. Und ich glaube, wir Europäer sollten, auch wenn wir große Schwierigkeiten haben mit der innenpolitischen Situation in der Türkei, alles tun, dass die zivilgesellschaftlichen Kräfte in der Türkei gestärkt werden, dass die, die für eine weltoffene Türkei stehen, nicht das Land verlassen, sondern im eigenen Land durch unsere Besuche und unsere Ermutigung Unterstützung finden. Und in diesem Zusammenhang, glaube ich, sollten wir auch anerkennen, dass die Türkei 3,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat. Und nur rund 400.000 davon sind in Flüchtlingslagern, alle anderen sind in der türkischen Zivilgesellschaft untergebracht. Das sollten wir anerkennen und genauso auf der anderen Seite anprangern, wie mit unseren Abgeordnetenkollegen dort umgegangen wird und wie Pressefreiheit und andere bürgerliche Freiheiten zerstört werden. Das darf nicht die Zukunft sein. Das Europaparlament hat heute sehr klar formuliert, welche Bedeutung die Wiedereinführung der Todesstrafe haben könnte. Das wäre die Aussetzung des Beitrittsprozesses und ich glaube sowieso schon das Ende aller möglichen Visaliberalisierung. Aber wir müssen den Kontakt halten. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, herauszustellen, was gerade von sehr linker Seite angesprochen wurde. Eine rot-rot-grüne Außenpolitik kann keine Alternative sein, weil sie auf Interessenausgleich setzt, weil sie akzeptieren würde, dass die Ostukraine weiterhin destabilisiert wird, weil sie akzeptieren würde, dass die Krim auf Jahrzehnte völkerrechtswidrig besetzt wäre, weil sie akzeptieren würde, dass der Völkerrechtsbruch in Syrien zementiert würde durch eine dauerhafte Präsenz nicht nur Russlands, sondern einer Stabilisierung von Assad. Und auch hier gilt es, Herr Außenminister, herauszustellen, was in den Verhandlungen in Genf durch deutsche Beteiligung erreicht wurde, nämlich nach Friedensschluss ein Prozess, an dem auch Saudi-Arabien und auch der Iran mitgewirkt hat, der nach 1,5 Jahren nach Friedensschluss zu Wahlen führen kann. Auch das Nuklearabkommen mit der das Nuklearabkommen mit dem Iran gilt es anzusprechen. Aber an dieser Stelle gehört es zur Redlichkeit der deutschen Außenpolitik klarzumachen, dass wir durchaus merken, dass der Iran drei Dinge weiterhin verfolgt. Die Nichtanerkennung Israels, die Fortsetzung ballistischer Raketentechnologie, hochpräzise mit extremen Reichweiten und Auslandsaktivitäten im nuklearen Bereich, die wir nicht für gut heißen können. Deshalb bedeutet es für deutsche Außenpolitik, dies aktiv anzusprechen und auf der anderen Seite aber mitzuhelfen, dass das Umfeld Israels stabilisiert wird. Und auch hier ein ganz klares Wort zu eben nicht militärischer Unterstützung. THW, Entwicklungszusammenarbeit, das Deutsche Rote Kreuz und viele andere helfen, dass in den Flüchtlingslagern in Jordanien und im Libanon einigermaßen menschenwürdige Zustände herrschen. Wir müssen dort viel mehr investieren, viel deutlicher machen, was es bedeutet, diesen Staaten zur Seite zu stehen, damit wir auch klar machen, deutsche Außenpolitik hat nichts mit Deals zu tun, sondern mit Verrechtlichung, mit vernetzter Sicherheit, mit der Art und Weise, wie wir mit unseren Partnern umgehen, dass wir sie nämlich bei ihrem Werte belassen. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, abschließend noch ein Gedanke, der uns als Parlamentarier betrifft. Wir erleben, wie sich die Regierung neu aufgestellt hat durch eine wesentlich fokussiertere Zusammenarbeit der Ressorts. Das Weißbuch zeigt es auch, in der Außen-, in der Sicherheits- und in der Entwicklungszusammenarbeit. Der Bundessicherheitsrat wird den Weißbuchprozess fortsetzen, wie er auch immer organisiert sein wird. Die Bundesregierung nimmt die sicherheitspolitischen Herausforderungen an und entwickelt sie weiter. Wir selbst sind in 23 Ausschüssen organisiert. Und ich glaube, wir sollten schon auch darüber nachdenken, im Jahr 2011 gab es Ansätze dazu, wie wir die Versäulung überbrücken können. Und gerade in den Bereichen der Außen-, der Entwicklungs-, der Sicherheitspolitik, der Wirtschaftspolitik und auch der Innenpolitik enger zusammenarbeiten. Ich denke, das wird eine Herausforderung sein, der wir uns in der nächsten Periode stellen müssen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Roderich Kiesewetter. Nächster Redner, Manuel Sarrazin.